Ein bis zwei Tage nach der Geburt, dann werden in den meisten Landwirtschaftsbetrieben die Kälber von den Mutterkühen getrennt. Die Folge: Trennungsschmerz. Dieser Trennungsschmerz auf beiden Seiten führt halt dazu, dass die Kuh nicht frisst oder dass es Probleme im Euter gibt, Euterentzündung, solche Geschichten. Und beim Kalb sind ganz typische Krankheiten Durchfall oder andere Sachen, Infekte, die einfach mit der Immunabwehr dann zu tun haben. Katrin Göbel ist Betriebsleiterin des Hofguts Oberfeld in Darmstadt. Hier wird großer Wert auf die Beziehung zwischen Mutter und Kalb gelegt. Also wir machen das so, wenn die Kuh abgekalbt hat, dann ist sie drei Tage lang mit dem Kalb für sich in einer sogenannten Abkalbebox. Und danach geht sie dann mit dem Kalb zusammen in die sogenannte Müttergruppe bei uns. Und dort sind Kalb und Kuh 24 Stunden am Tag zusammen und das bis 10 Wochen. Das ist sozusagen wie eine getrennte Gruppe von der Hauptherde. Die Kuh wird dann schon zweimal am Tag gemolken auch. Das Kalb kann aber jederzeit Milch trinken und danach wechselt die Kuh dann schon wieder mit ihrem Kalb in die Herde. Und dort läuft das Kalb dann noch mit ihr, bis es abgesetzt wird, was bei uns mit 4 bis 5 Monaten passiert. Dafür verzichtet das Bio- und Demeter-Hofgut in den Monaten, die Kalb und Kuh zusammen sind, auf die Hälfte der Milch. Rund 20 Liter gibt eine Kuh pro Tag, 10 trinkt das Kalb. Die übrigen 10 gehen in den Verkauf. Landwirtschaftsbetriebe, die Kälber nach wenigen Tagen schon trennen, haben deutlich mehr Milch für den Vertrieb. Vielleicht ein Grund, warum nicht alle Betriebe die Tiere zusammenlassen. Das andere ist, arbeitsorganisatorisch kann man dann diese Bereiche Kälberaufzucht und Melken komplett voneinander trennen. Das können unterschiedliche Mitarbeiter oder Arbeiter betreuen. Kühe, die eine sehr hohe Milchleistung haben, haben vielleicht auch Probleme mit der Melkbarkeit oder mit dem Euter, wenn das Kalb noch an der Kuh trinkt. Ob das natürlich ist, das kann man sich dann berechtigterweise fragen. Die engere und vor allem längere Bindung hat Auswirkungen auf die Entwicklung der Kälbchen, sagt uns die Landwirtin und Tierärztin. Wir merken einfach, dass wenn die Tiere dann größer sind und in die Herde nachher als ältere Tiere wieder hineinkommen, dass dann das Sozialverhalten einfach schon gefestigt ist und sie von ihrer Mutter praktisch schon in die Struktur der Herde eingeführt wurden. Letztlich gilt, von Natur aus ist die Mutter-Kalb-Beziehung unersetzbar. Wir halten ja die Kühe, damit sie Milch geben. Und die Milch geben sie ja ursprünglich für ihre Kälber. Das heißt, das, was sie machen wollen, ist ihr Kalb aufziehen. Und ich finde das einfach eine ganz tolle Lösung, wenn man das sozusagen miteinander verbinden kann, dass die Mutter sich um ihr Kalb kümmern kann, ihr Kalb aufziehen kann und gleichzeitig wir noch Milch ermelken können. Ob die Milch von Kühen, die ihre Kälber länger aufziehen, besser schmeckt, ist zwar Geschmackssache, aber sie kommt von wahrscheinlich glücklicheren Kühen.